Ja, schönen Nachmittag. Herzlich willkommen an alle Pädagogen. Ich freue mich, dass so viele Pädagogen sich Zeit nehmen können und dabei sind. Und auch herzlich willkommen an alle Naturvermittler, weil das ist es auch schon, was es ausmacht. Die Mischung macht's aus, haben wir gelernt. Ich möchte heute ein bisschen eben unsere Erfahrungen erzählen, wie wir diese Geschichte entwickelt haben in unserem Bundesland. Ich komme von der Wirtschaftsagentur Burgenland. Das ist eine Gesellschaft vom Land Burgenland, früher Regionalmanagement Burgenland und damals eben auch schon betraut mit der Naturparkentwicklung im Burgenland im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft der Naturparke. Und diese Aufgabe hat auch die Wirtschaftsagentur jetzt mit übernommen und möchte ein bisschen so diesen Weg auch skizzieren, wie wir dort gelandet sind, wo wir eben aktuell unterwegs sind in diesem Bereich. Ein kurzer Überblick, damit ihr eine kleine Einstimmung auch habt und wenn wir jetzt schon alle drinnen sitzen müssen heute, ein paar Bilder aus den Naturparken, damit man auch sieht, um welche unterschiedliche Lebensräume es hier geht, um welche unterschiedliche Schutzgebiete. Wir haben im Burgenland derzeit 6 Naturparke, also dabei wird es auch bleiben, von Nord bis Süd, den Welterbe-Naturpark Weißädler See-Leitergebirge, hier dann auf der Karte verortet, Rosalia-Kogelberg von der Gemeindeanzahl, der mit den meisten Gemeinden, mit 13 Naturpark Lanzeer Berge, burgenländischer Naturpark mit niederösterreichischem Anteil, geschrieben Stein-Irotkö, sieht man schon am Namen, an der Grenze gelegen, als grenzüberschreitendes Projekt mit Ungarn, Naturpark in der Weinidylle, schon ziemlich weit im Süden des Landes, auch angrenzend an die ungarische Grenze und ganz im Süden Naturpark Raab, Irschi-Goritschko, wobei das in Burgenland ein Naturpark ist, in Ungarn ein Nationalpark und in Slowenien ein Landschaftspark. Nochmal ein kurzer Blick drüber, damit man auch wirklich sieht, wie hier die einzelnen Schutzgebiete sich darstellen oder wie es eben auch sehr unterschiedliche Lebensräume sind. Wenn man hier sieht, die Schilflandschaft im Leitergebirge, dann eine sehr, ja, kleinstrukturierte Wiesen, Weingärten, Streuobstwiesenlandschaft in der Rosalia, die mächtige alte Ruine Lanzee mitten im Naturpark Lanzeer Berge, der Geschriebenstein als Grenzturm. Wenn man sich fragt, warum ist das so ein komisches Band durch, das ist der ehemalige eiserne Vorhang für die, die aus dem Westen heute zuhören. Sehr zum Teil sehr klein strukturierte Weingartenlandschaft im sehr namensgebenden Naturpark in der Weinidylle und auch namensgebend die Raab als bestimmender Fluss im Naturpark Raab Irschi-Goritschko. Und nun zu den Naturparkschulen schon. Diese Entwicklung hat bei uns 2009 begonnen mit einer damals auch projektfinanzierten Initiative und mit einem eigentlich ja sehr bescheidenen Anspruch. Wir wollten damals, haben wir uns zum Ziel gesetzt, 3 Naturparkschulen erreichen. Wir sehen dann gleich, dass das dann weit unsere Erwartungen zum Glück übertroffen hat, dass das Interesse der Pädagogen weit größer war, wie es anfangs auch erwartet war. Hier ein sehr schönes Bild, das ich oft verwende bei der Eröffnung der Streuobstwiese. Man sieht jetzt die Bäume nicht, die sind rechts vom Bildrand. Für die Naturparkschule Sittgraben, wo eben diese Wiese von der Gemeinde im Rahmen auch eines Naturschutzprojektes angekauft wurde, revitalisiert wird, und von der Schule eben als Lernort genutzt werden kann. Und das hat
für mich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel gezeigt. Einerseits, dass der Ort zur Verfügung gestellt wird, aber auch, ich kenne die Örtlichkeit, das ist dann doch ein schönes Stück weit weg von der Schule. Auf meine Frage an die Pädagogen, naja, wie sehen das dann die Eltern, wenn ihr da immer durch den Ort marschiert? Man muss da schon so circa auch eine halbe Stunde hin, dann dort findet der Unterricht statt, wieder zurück. Ganz klare Aussage der Pädagoginnen. Der Weg dorthin ist auch Teil des Unterrichts, manchmal Deutsch, manchmal Mathematik, wie es eben gerade passt. Ich brauche die Kriterien euch nicht auflisten, darum habe ich nur so einen übergreifenden Satz jetzt genommen, was Naturparkschulen sind. Das wisst ihr alle sehr gut und genau. Es geht eben darum, zu sensibilisieren und das Bewusstsein über den Lebensraum zu verbessern, in dem man eben auch zu Hause ist, in dem Schutzgebiet, in dem man wohnt, mehr darüber zu wissen, über die Besonderheiten, über die Zusammenhänge, um das eben greifbarer und lebendiger zu machen und verständlicher zu machen und eben auch ein bisschen dahin zu arbeiten, dass man auch schon in sehr jungen Jahren dafür nicht nur das Bewusstsein aufbringt, sondern auch die entsprechende Wertschätzung dafür aufbringt und sich dafür dann auch einsetzt. Und das merken wir auch. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Rückmeldungen, wo sich die Schüler und Schülerinnen und Jugendlichen für ihre Region einsetzen und bei Aktivitäten dabei sind. Und es geht eben um eine Zusammenarbeit zwischen Naturpark, Schule, Schulerhalter und schlussendlich auch mit der Bevölkerung an der Identität zu arbeiten. Die aktuellen Zahlen bei uns aus diesen gewünschten drei Naturparkschulen sind schlussendlich 34 geworden. Davon 28 Volksschulen, so wie es der Robert gesagt hat, das dominiert natürlich auch 5 Mittelschulen, mittlerweile auch eine landwirtschaftliche Fachschule und noch im November das erste Gymnasium. Wird auch das erste Gymnasium in Österreich sein, das das Prädikat erhält. Die Kindergärten, die auch von unserem Bildungsdirektor schon erwähnt worden sind, haben ihren Ausgang auch bei uns genommen im Burgenland. Und auch dann noch drauf, auch die Kinderkrippen und jetzt 18 und 5, also auch schon eine ganz erkleckliche Zahl, die sich auch quasi für die Kleinen und Kleinsten dem Thema widmen und auch ganz, ganz tolle Aktivitäten setzen. Wir sind da immer sehr begeistert, wenn wir da etwas mitbekommen und berichtet bekommen oder bei einer Evaluierung das halt nahe erfahren dürfen. Hier nur eins herausgenommen, ich meine, das ist ist jetzt in der Mitte, das ist eigentlich aufgrund einer Veranstaltung, einer Veranstaltungsreihe, die in allen Naturparken gemacht wurde, für Naturparkschulen einmal so zusammengestellt worden, aber funktionieren tut die Geschichte aus diesem Grund so gut, weil wir eine nicht nur stabile Kooperation mit der Bildungsdirektion, der Pädagogischen Hochschule und uns als Naturparkbetreuung des Landes haben, sondern eben auch mit den einzelnen Naturparkschulen, mit den Schulerhaltern, mit den einzelnen Naturparkvereinen und weiteren Akteuren der Region. Und wenn dieses Zusammenspiel eben gut passt, dann kann man gewisse Dinge initiieren und umsetzen. Verschiedenstes an Materialien und Arbeitsbehelfen war so auf dem Weg in den letzten Jahren, wo wir einfach die Möglichkeit von verschiedensten Projekten genutzt haben. Oft haben wir das in manche bilaterale, transnationale EU-Projekte eingebaut. Manchmal haben wir dafür auch dann eigene Projekte gemacht. Als ein Beispiel, das ich herausgreifen möchte, war das Thema Naturkalender Burgenland, das wir in einem Projekt in einem Naturpark mit ein paar Pilotschulen ausprobiert haben. Und so wie es unser Bildungsdirektor eingangs schon erwähnt hat,
wurde begleitet, beobachtet, Bildungsdirektion, Pädagogische Hochschule für gut befunden und dann ausgerollt an alle Schulen, die die Möglichkeit hatten und damit arbeiten konnten. Da ist es darum gegangen, manche andere Bundesländer kennen das ja auch, das Thema der phänologischen Beobachtungen zu initiieren und die Schulen, die eben die Möglichkeit hatten, einen Schulgarten zur Verfügung haben, haben so eine 10-Jahreszeitenhecke mit 12 regionalen Pflanzen bekommen, sehr viel Material auch dazu und arbeiten eben an diesem Thema mit den unterschiedlichsten Zugängen, die es dazu ja geben kann, wie wir vorher gehört haben. Und da gibt es verschiedene andere, zum Teil Materialien, zum Teil Aktivitäten, zum Teil Projekte, die wir eben umsetzen konnten und vorher schon vom Schweizer Kollegen ja das erwähnte und präsentierte Handbuch draußen unterrichten, das sicher das zentrale, die zentrale Unterlage auch ist, die von den Naturparkschulen eingesetzt wird. Was war ein sehr, sehr wichtiger Punkt auf diesem Weg zu mehr Unterricht draußen, dass wir eben gemeinsam mit der Bildungsdirektion und der BH Burgenland an einem Weiterbildungsprogramm arbeiten konnten seit 2014-15, wo es einerseits darum ging, regelmäßige Schufix zu organisieren. Das heißt, in jedem Naturpark mit dem Naturparkverantwortlichen, mit den Naturparkschulen und mit den Pädagogen. Dazu gibt es auch immer das landesweite Treffen und wo eben gemeinsam auch erarbeitet wird. Ihr seht in der Mitte hier von diesem Folder das Programm zur Weiterbildung für die Pädagogen. Ein Beispiel, Klassenzimmer Ströbstwiese ist da drinnen oder wie verwende ich diese Unterlagen zum Naturkalender oder verschiedene Methoden zum Thema draußen unterrichten. Das sind jetzt nur Beispiele, das ändert sich jährlich, es wird immer angepasst, immer an die Wünsche der Pädagogen angepasst und macht auch ein bisschen das aus. Diese Kombination, hier sind ja auch dann nicht nur die Pädagogen dabei, sondern auch Naturvermittler oder Betreuer der Naturparke, die eben auch mit Schulen arbeiten können, unsere Biodiversitätsexperten. Das ist eben eine, so ein Beispiel einer das Klassenzimmer Streuobstwiese Unterlage und das hat uns eben so Schritt für Schritt immer weitergebracht, weil einerseits diese Ausbildungen wichtig waren aufgrund der Rückmeldungen der Pädagogen. Ich würde eben gerne mehr draußen machen, aber da fehlt mir dann die Zeit für richtigen Unterricht. Da haben wir zum Beispiel dann auch gemacht Mathematik im Wald und solche Dinge. Und natürlich haben wir aber dann auch gesehen, dass gewisse Programme unserer Naturvermittler, so wie wir sie anbieten oder wie ja, die eben, dass das Programm formuliert war, nicht so ganz zu den Anforderungen der Schule passt. Man hat auch so gemerkt ein bisschen, die Sprache der Schule, der Bildung ist ein bisschen eine andere wie die Sprache des Naturschutzes. Das mussten wir selber auch erst ein bisschen auch lernen, dass wir uns gegenseitig verstehen, auch wenn wir manchmal das Gleiche gemeint haben. Und das hat uns dann eben zu diesem Prozess gebracht, diese Angebote neu auszurichten, im Bereich eben zum Outdoor-Unterricht. Exkursionen und Workshops, ich sage dann gleich was dazu, wie wir eben diese Angebote der Naturparke eben wirksam und besser erklärt für die Schulen aufbereiten können. Die Kulturlandschaft des Naturparks eben als auch in drei unterschiedlichen Rollen, als Lerngegenstand, als Impulsgeber und eben als Lernumgebung. Wie kann das eben funktionieren, dass die Programme des Naturparks einerseits, wenn sie, so wie wir es vorher gesehen haben, mit diesen Materialien oder mit dieser zur Verfügungstellung von der Streuobstwiese von den Pädagogen genutzt werden können, oder auch, wie funktioniert es eben gut, Angebote von Naturvermittlern eben in diesem Tandem zu nutzen. Und da haben wir dann diesen Weg genommen, dass wir einerseits das aufbereitet haben
also die bestehenden Angebote uns angesehen haben, das mit Pädagogen überarbeitet haben, was fehlt, was würde man wie zuordnen zu den bestehenden Lehrplänen. Aber wo fehlen eben gewisse Dinge? Und das hat uns aber dann auch zu dieser Überlegung gebracht, dass wir mit den Naturvermittlern, die das wollen, speziell arbeiten. Und in dem Fall hat es eher Corona-bedingt, aber doch sehr, sehr gut gepasst, dass wir das im Einzelcoaching gemacht haben. Um eben dann auch diese Angebote so herzurichten, dass es für gemeinsamen Unterricht von Naturvermittlern und Pädagogen passt. Ich habe jetzt gleich auch aus dieser Broschüre die Dinge herausgenommen. Wir haben das in zwei Themen gegliedert. Was ist eben als Outdoor-Unterricht eben klassifiziert, wo eben der Unterricht disloziert außerhalb der Schule stattfinden kann, als Fachunterricht, fächerübergreifend mit Projekten, wo eben auch mit entsprechenden externen Experten kooperiert werden kann. Und welche Angebote gibt es auch, die ja auch gut und wichtig sind? Und auch da gibt es ja in dieser Klassifizierung nicht besser und schlechter, sondern der gelbe Bereich gilt eben als Unterricht und das andere sind eben Exkursionen und Ausflüge, wenn man so will. Aber auch mit dem Hintergrund, dass das ja weiterentwickelt werden kann. Über die Gründe, warum Unterricht draußen sinnvoll ist und gut ist und allen gut tut, uns genauso wie den Kindern, brauche ich nichts mehr erzählen. Das wurde vorher schon ausgiebig vermittelt. Mit den Pädagogen und eben Bildungsdirektion und pädagogischer Hochschule wurde ein Schlagwortkatalog erarbeitet, wo man sich eben überlegt hat, die Fachbereiche, die Pflichtgegenstände der Volksschule und der Mittelschule bündeln. Das ist ein Vorschlag gewesen, der jetzt auch nicht ja in Stein gemeißelt ist, sondern der sich ja ändert und jetzt auch im Zuge des neuen Lehrplanes ja wieder überarbeitet werden muss. Aber das war so der erste Zugang einmal einer Kategorisierung und in der weiteren Arbeit wurde dann jedes dieser Programme der einzelnen Naturparke erarbeitet. Was sind die einzelnen Fachbereiche, die eben ja, das benennt eben die fachlichen Schwerpunkte der Veranstaltung und erleichtert den Pädagogen, die das nutzen, einfach die Zuordnung. Was sind die Lernziele und Kompetenzen? Bezeichnet einfach dieses Programm, dient der Weiterentwicklung für diese Bereiche im besonderen Maße. Was sind die einzelnen Lernformen? Da haben wir eben vier verschiedene. Nochmal die Lehrplanbezüge. Eine Zeitleiste, wann ist dieses Programm geeignet, also besonders gut geeignet, dass man es konsumieren kann. Eine Box mit den Fakten und ein sehr wichtiger Punkt der Sicherung des Lernertrages, dass ein Punkt war, der vielen, vielen Naturvermittlern nicht klar war, dass man das braucht. Das ist eben etwas, was man im Rahmen dieses Programmes quasi am Ende bereithält, damit die Schule das auch entsprechend nacharbeiten kann. Und ja, nochmal die Lernformen: entdeckendes, forschendes Lernen, exemplarisches, projektorientiertes Lernen, Lernen durch Information und Lernen durch Übung und Wiederholung. Und so haben wir versucht, eben diese Dinge zuzuordnen. Die Kennzeichnung erfolgte durch den einzelnen Anbieter, eben entsprechend dem Schlagwortkatalog, der von den Pädagogen erarbeitet wurde. So war der Zugang und die Herangehensweise an diese neue Unterlage für Unterricht draußen in den burgenländischen Naturparken. Da gibt es dann schon Beispiele, aber über die kann ich relativ schnell drüber gehen, weil nach mir einer derer noch drankommt, die genau diese Beispiele, also es ist, glaube ich, sogar ein Beispiel vom Hans-Peter Killingseder,
Hier sieht man das jetzt nochmal aufbereitet, wie ein so ein Angebot oder so ein Programm aussieht, wie viele Unterrichtseinheiten es sind, was für Ausrüstung empfohlen wird, wo es stattfindet, in dem Fall auf der Karte markiert. Es kann im ganzen Land stattfinden. Genauso hier ist ganz ein anderes Thema, ebenfalls im ganzen Land von einem Experten von BirdLife. Oder eben aber, okay, dieses Angebot gibt es nur in dem einen Naturpark und eben auch nur vor Ort. Also da haben wir ganz unterschiedliche Programme. Ja, was ist so auch der Ausblick? Wir sind jetzt dabei, diese Dinge weiterzuentwickeln, natürlich auch jetzt wieder zu überarbeiten und den neuen Lehrplan anzupassen, aber auch die Angebote an sich weiterzuentwickeln. Wir machen dazu wieder mit Expertenbegleitung Workshops in jedem Naturpark, wo es immer darum geht, dass die Pädagogen gemeinsam mit den Naturvermittlern an diesen Dingen arbeiten, damit eben auch die Dinge so entwickelt werden, wie sie gebraucht werden. Ja, einiges haben wir auch schon im Plan zu schulübergreifenden Arbeiten, also nicht nur fächerübergreifend, sondern auch schulübergreifend, eine Volksschule gemeinsam mit einer Mittelschule und auch noch mit einer berufsbildenden Schule, mit einer Tourismusschule. Das ist keine Naturparkschule, aber eine Partnerschule, was auch ganz gut funktioniert und auch tolle Kooperationsmöglichkeiten gibt. Und natürlich geht es auch immer um die Absicherung der Ressourcen, die das betreuen, von uns als Landesstelle, aber auch in den einzelnen Naturparken mit unseren Biodiversitätsexpertinnen, die da sehr tolle Arbeit machen, aber wo wir auch immer dran sein müssen, das abzusichern, dass das weiter passieren kann. Hier ist auch ein Beispiel von einer Arbeit gemeinsam mit Förstern von einer Naturparkschule im mittleren Burgenland, wo wir auch gesehen haben, das findet bei jedem Wetter statt. Und das war überhaupt kein Thema, dass es da regnet. Und genauso geht es, glaube ich, auch darum. Also es war kein Thema für die Pädagogen und es war kein Thema für die Schüler. Manchmal ist es ein Thema für die Eltern. Aber an dem muss man eben auch arbeiten, dass man das gut vermittelt, dass das schlechte Wetter kein Thema sein kann. Infos habe ich euch noch drangehängt. Die Broschüre gibt es zum Download unter diesem Link, aber können wir gerne jeden Interessenten auch ein Exemplar zuschicken, einfach ein E-Mail an diese Adresse, dann schicken wir ein Exemplar dieser Unterlage gerne zu. Und somit ganz knapp überzogen. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.